Und da haben wir unseren Überlebenden. Hallo. Hey, who are you? And where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Shit, that's terrible news. Yo, if they bit him, it's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got bit too. That's why I cut my leg off. Well, my own leg. I had no choice. I went out of here alive. So what about you? Have any teeth marks to declare? No? Wait, and you got here, what, with just a stick? I'm impressed. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. You've got to help me. But look, I can help you too. I know how to survive. Come on, we can work together. You and I. Here, take this. You got a whole heap of shit ahead of you. If you want to stay alive, you're gonna have to use it. Comprende? Yo, it's kill or be killed. Yo, hack an attack, papa. Okay. Come, follow me. Night's about to fall, and I got a favor to ask you. Come on. Don't be shy. Okay, wir haben jetzt eine Machete erhalten. Die können wir auch mal ausrüsten. Damit können wir uns durch Blätterwerk durchhauen. Und Teile der Insel erkunden, wo wir vorher nicht hin konnten. Erstmal sammeln wir aber hier den Werkzeugkasten auf. Weil Werkzeuge sind auch ziemlich wichtig, wenn man rumbasteln will. Und da ist nochmal Feuerstein, was wir aufsammeln können. Gucken wir uns noch hier und hier ein bisschen um. Und man merkt schon, die Machete hat einiges mehr an Wumms als der Stock. Damit hauen wir den Zombies nämlich die Köpfe ab. So, sterbt einfach. Und hier ist noch was. Eine große Gabel. Die sollten wir auf jeden Fall behalten. Okay, aus einer Tierhaut machen wir mit der Machete einen Ledergurt. Und hier haben wir noch eine Pflanze, eine außergewöhnlich rote Pflanze, mit der wir was zu essen machen könnten, theoretisch. Und hier könnten wir wieder abkürzen, wenn wir zurück wollten zu ihm. Aber das will ich im Augenblick nicht, auch wenn da ein Heilkraut war, aber wir haben ja eben im Augenblick eh keinen Stoff. Also lohnt sich das Heilkraut holen nicht so wirklich. Packen wir uns lieber mal hier durch. So. Und dann sprinten wir ein kurzes Stück, was wir können. Und ja. Reden mit ihm. Here's the plan. Last week, ich überspringe mal das Gerede und fasse das mal nachher gleich kurz zusammen. Also er bittet uns jetzt darum, dass wir das Benzin finden fürs Boot. Aber vorher sollen wir ein Lagerfeuer machen. Weil wenn es dunkel wird, kommen noch garstigere Viecher. Und er will uns seine Taschenlampe geben, aber vorher sollen wir ihm ein Feuer machen, dass er sicher ist. Aber dazu sagt uns der Kovac jetzt gleich nochmal was. Kovacs Rules. Chapter 3. Skills. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. Also nee, einen Zombie werden wir nicht grillen. Aber ich finde die verschiedenen Figuren des Kovacs genial. In dem Kapitel über Heilung sah er aus wie eine Krankenschwester, hier sah er aus wie Albert Einstein. Aber ja, er hat recht, und zwar können wir hier Fähigkeiten, jetzt das Lagerfeuer freischalten. Hier haben wir übrigens unsere Stats und unsere Rüstung, können wir auch selber herstellen. Teilweise finden wir sie auch und können sie verbessern, zum Beispiel Helme und schutzsichere Westen. So, jetzt können wir hier das Lagerfeuer anzünden. Und uns hier auch einen brennenden Stock nehmen. Great. So, jetzt gibt er uns seine Taschenlampe.
und geht in Richtung Lagerfeuer. Der arme Typ mit seinem hinkenden Bein. Bevor wir crashen, mit meinem und jetzt gibt uns den Auftrag, Benzin zu finden, und zwar da oben bei dem Ausrufezeichen. So, mit dem brennenden Stock können wir uns jetzt viel leichter durch die Büsche schlagen, indem wir nämlich einfach einen anzünden. Brennen alle anderen durch. Wir können uns dahinter umgucken. Und finden vielleicht sogar noch was Nützliches. Erst einmal ein Haufen Möwen. Ah, da ist zum Beispiel noch ein Stock. Nö, der ist zu groß, den können wir nicht mitnehmen. Schade. Hier ist wieder so eine Begrenzung. Aber hier ist Feuerstein. Und hier ist ein neues Rezept, und zwar für eine Holzaxt. Und man hat schon gesehen, für die Holzaxt würden wir Werkzeug brauchen, aber die Holzaxt finde ich nicht so toll. Da ist die Machete eigentlich besser, weil die Holzaxt ziemlich langsam ist. Ja, die Möwen haben nachher auch noch eine Rolle. Die sind nicht nur zum Inselverschönern da. Aber was das für eine Rolle ist, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir zum nächsten Lagerfeuer kommen und uns dort einen neuen Stecken besorgen, bevor der hier nämlich abbrennt. Okay, da kommen schon mal Gegner. Und die kann man schön in Brand stecken. Wenn man vor ihnen davonläuft, dann fackeln sie einfach ab. So, dann gucken wir mal, was der Kovac jetzt zu sagen hat. Ich glaube, jetzt geht es um die Geschöpfe der Nacht. Kovacs Rules Chapter 4 Survival by Night. Beware! Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Ja, also Taschenlampe griffbereit haben, weil wenn man die Fackel mal ausniest, dann ist Ende im Gelände. So, jetzt können wir hier durch. Alles mal ein bisschen abbrennen. Vorsichtig, dass wir nicht selber Feuer fangen. Das geht nämlich auch. Wäre auch unrealistisch, wenn nicht. So, brennt mal schön. So, du auch. So, du fängst vielleicht Feuer, wenn du daneben stehst. Nein, tust du leider nicht. Du fängst eher Feuer, wenn wir dich anzünden. Und ihr beiden könnt auch noch eine Ladung Feuer abhaben. Aha, du brennst und wir können vor dir wegrennen. Oh, Stoffstücken bei einer verbrannten Leiche. Die Fackel nehmen wir mal auf. Und ja, da ist schon das erste Viech. So. Hier wollen wir durch. Obwohl, wir gehen außen rum. Und nochmal zwei, die brennen wollen. So, den können wir auch anzünden. Heilpflanze einsammeln ist auch gut. Und man merkt, es wird dunkel. Also sollten wir uns vorbereiten. Da ist einer, den hauen wir einfach mal weg und lassen ihn abbrennen. Und
da können wir Feuer machen. Und uns gleich eine neue Fackel nehmen. Eine rostige Machete, falls wir unsere eigene mal wegwerfen sollten. Was wahrscheinlich das Dümmste ist, was man tun kann. Denn die Machete braucht man eigentlich immer. Neuer Bauplan für einen Zieltrank, den wir noch nicht machen können, weil wir nicht die richtige Fähigkeit dazu haben. Aber wir können Zombies in Brand stecken. Na komm her. So. Da ist noch mal welche. So. Und ich glaube, wir werden schon wieder von so einem Nightwalker verfolgt. Keine Ahnung, wie man ihn nennen sollte. Und hier gibt es einen Hirsch. Der uns allerdings im Augenblick nichts bringt, weil wir keine Waffe haben, um ihn abzuschießen. Und hier sollten wir gucken, dass wir sie loswerden. Ah, da ist schon wieder so ein Walker. Man merkt, die haben große Angst vor unserer Fackel. So, du auch weg. Jetzt sind wir schon mal hier oben, wo das Benzin sein sollte. Genau. Und hier gucken wir uns erstmal ordentlich um. Denn hier sind schon mal ganz Haufen Zombies. So. Gehen wir erstmal hier hin zum Lagerfeuer und zünden das an. Wir müssen neuen Holz stecken. So, hier gibt es wieder ein Medikit. Und hier an dem Lagerfeuer können wir jetzt kochen. Mit 1 und 2 können wir durch die Sachen durchschalten. Und hier können wir halt diese weißen Pflanzen kochen. Die bringen jetzt schon 50 Hunger und 10 Gesundheit. Hungeranzeige kommt übrigens erst ein bisschen später dazu. Okay, gucken wir uns weiter um. Da ist nämlich noch ein Zombie. So, den brennen wir mal an. Flasche nehmen wir mit. Holzstöcke nehmen wir auch mit, weil hier ist das Rezept für Pfeile. Also ein Holzstück mit der Machete kombinieren ergibt einen Pfeil. Hier liegt noch eine Flasche, die nehmen wir auch mit. Da haben wir schon mal ein paar. Und schon über die Hälfte unseres Inventars ist voll. Ah, da ist noch ein Zombie. Da ist schon wieder Weg weg von dem, von der Anhöhe hier. Und du gehst kaputt, dann nervst du uns nicht mehr. So, die Heilpflanzen, die wir noch haben, sollten wir gleich mal zu Breiumschlägen machen. Und hier mal kurz ein bisschen sortieren. So. Wir haben jetzt das Rezept für Pfeile zwar, aber wir haben immer noch keinen Bogen. Das kommt aber auch gleich. Und zwar genau hier. Rolle, biegsamer Ast und das Rezept für Bogen. Hier ist übrigens ein Benzintank. Hier könnten wir uns Benzin holen und uns auf Vorrat mitnehmen, wenn wir uns zum Beispiel später Molotow-Cocktails oder so oder Brandpfeile basteln wollen. In die Dinger können wir leider nicht rein, warum auch immer. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die nötigen Materialien, um einen Bogen zu bauen. Und um uns ein paar Pfeile für den Bogen zu machen. So. Machen wir uns gleich mal 50 Stück. Die könnten wir nämlich gebrauchen. So, die verbinden wir noch mit dem Bogen.
damit wir wissen, welche Pfeile wir benutzen. Und sehen uns mal an, was der Kovac zu sagen hat.